üben wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier. Jetzt dürfen wir uns freuen auf den Rolf, auch genannt Rollo Ebinghaus. Er ist wiederum der Gründer des Hanfmuseums gleich hier um die Ecke. Und der Name ist da ja auch schon Programm. Ich möchte gar nicht so viel mehr erzählen, weil das kann er viel besser als ich. Also Rollo, das ist dein Mikro jetzt. Vielen Dank. Dankeschön. Und herzlich willkommen hier auf der 16. Hanfparade. Und ich freue mich, hier wieder Tausende zu sehen. Wieder viele Tausende, die bereit sind, gegen dieses elende Hanfverbot auf die Straße zu gehen. Ich stehe ja so ein bisschen im Turnus des Hanfmuseums hier, das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Der ein oder andere hatte vielleicht schon mal eine kleine Führung durch die Ausstellung mit mir, noch zu Schulzeiten, denn das Hanfmuseum existiert mittlerweile sogar länger als die Hanfparade, denn seit fast 18 Jahren, 1994 hat das Hanfmuseum eröffnet, genau in dem gleichen Jahr, als das Bundesverfassungsgericht zu der Klage von Herrn Dr. Neskowitsch zum Recht auf Rausch entschieden hat. Auch das ist mittlerweile 18 Jahre her. Wenn ich hier so in die Gesichter gucke, freue ich mich, viele junge Menschen zu sehen. Vielleicht erinnert sich da auch noch an seine Säuglingszeit, als das höchste Gericht hier in diesem Lande die Politik angewiesen hat, ganz speziell zwischen Alkohol und Cannabis eine Verhältnismäßigkeit zu wahren. Wie die Verhältnismäßigkeit heute aussieht, ist so, dass es jedes Jahr über 140.000 Polizeizugriffe wegen Cannabis gibt, während auf der anderen Seite Alkoholtrinker womöglich noch mildernde Umstände wegen Unzurechnungsfähigkeit bekommen. Nicht, dass ich den einen neiden will, aber warum dann nicht den anderen auch gönnen? Ihr seht, ich habe hier den Stapel vorbereitet, weil eigentlich wollte ich so ein bisschen die letzten Hanfparaden reflektieren. Denn im Hanfmuseum ist eine Sonderausstellung zu 15 Jahren Hanfparade. Ihr seid hier auf der 16. Hanfparade. 15 Jahre, 15 Paraden vor euch haben schon stattgefunden. Und bevor es überhaupt die allererste gab, haben sich einige wenige Leute zusammengetan, die auch pisst waren, die es satt hatten, dauernd kriminalisiert zu sein und meinten, wir nehmen unser demokratisches Bürgerrecht auf Demonstrationsfreiheit wahr und demonstrieren für Cannabis als Rohstoff, für Cannabis als Medizin und für Cannabis als Genussmittel. Im ersten Jahr der Hanfparade kamen von null auf x, das ist immer die schwierige Frage, aber wenn man sich Fotos anguckt, waren mit Sicherheit 15.000 bis 20.000 Leute auf der allerersten Hanfparade. Fast doppelt so viel wie heute und hier, würde ich sagen. Unglaublich! Wer glaubt es noch? Das war, als die meisten von euch noch in der Krippe lagen. Wenn man sich zurückerinnert, was denn passiert ist aus den ersten Hanfparaden, aus dem Anliegen der ersten Hanfparaden, dann kommt man auch ein wenig ins Grübeln. Zur zweiten Hanfparade war noch viel Motivation da. 1998, auch noch im letzten Jahrtausend, neue Wahlen standen an. 16 Jahre CDU-Regierung mit Herrn Kohl an der Spitze. Und viele Leute waren fleißig. In der Opposition standen die SPD und die Grünen. Die Grünen hatten damals noch im Programm die Legalisierung von Cannabis stehen. Fest eingearbeitet im Parteiprogramm. Die SPD hat in der Opposition viele Anträge gegen diese Kriminalisierung eingebracht. Und nun plötzlich steht quasi ein Regierungswechsel an. Die Leute haben es satt, kriminalisiert zu werden. Und die 98er Hanfparade hat mindestens 50.000 Leute auf die Beine gebracht. Und was passierte nach den Wahlen?
verboten? Gar nicht. Und um den ganzen noch einen draufzusetzen, schlitterte Deutschland auch noch in den Jugoslawienkrieg hinein. Das hat viele Geister gespalten und so war die 99er-Parade schon ein Zeichen des Pazifismus, des gegen den Krieg überhaupt zu arbeiten und vor allem auch gegen den Krieg, gegen Drogen, gegen Pflanzen, gegen den Krieg, gegen Cannabis. Das war die 99er-Parade und dann kam die Jahrtausendwende. Die Hanfparade hat sich globalisiert mit dem Millennium-Mariana-Marsch aus New York, den dann Abi ins Leben gerufen hat. Wurde die Hanfparade international und weltweit, wurde das erste Mai-Wochenende zu einem Legalisierungstag und für die Hanfparade zur Auftaktveranstaltung. Seit 2000 findet jedes Jahr im ersten Mai-Wochenende schon mal eine kleine Vorparade statt. Im Jahre 2001 war dann die erste Parade, die quasi aalglatt lief. Kaum Beschwerden von Veranstaltern oder Beteiligten. Aber es war auch die erste Parade, wo zum ersten Mal weniger Teilnehmer kamen. Waren zur 99er Hanfparade laut Polizeischätzungen 20.000 Menschen unterwegs. So waren es zur nächsten Parade noch mehr. Da muss ich fast eine kleine Anekdote zwischennennen. Denn selbst die Polizeischätzungen 1999 waren 20.000 Menschen. Am nächsten Tag konnten wir im Tagesspiegel lesen, dass etwa 2.000 Leute auf der Hanfparade waren. Spätestens da wurde vielen Paradeteilnehmern klar, dass manch Presse doch weniger Berichterstattung als Meinungsmache ist. Im Jahre 2000 haben wir das nochmal doppelt gemerkt. Aber ich merke, die Zeit rückt hier langsam zu Ende und die Bands werden unruhig. 2002 eine große Parade, oder ich kürze es einfach ab ein bisschen. Ich sehe, die Zeit ist knapp und wie es mir bei Führungen durch ein Museum auch immer passiert, beginne ich die Leute zu langweilen. Drum bin ich aber so gut zu euch und stoppe hier. Nick, trotzdem. Ja, ich sollte jetzt noch sagen, dass das Hanfmuseum am Mühlendamm Nummer 5 ist, direkt im Herzen Berlin. Erreichbar unter hanfmuseum.de. Und natürlich jeden Tag von 10 bis 20 Uhr live und physikalisch fassbar. Zu allerletzt möchte ich ganz kurz noch sagen, dass ich mich echt riesig freue, dass die Paraden wieder größer werden. Gestoppt habe ich hier so ein bisschen in 2001, als die erste Parade ein bisschen kleiner wurde. Seitdem, muss man gestehen, sind die Paraden immer weiter geschrumpft. Bis zum vorletzten Jahr, bis zum letzten Jahr und bis zum diesem Jahr. Wir werden wieder mehr und immer mehr Leute haben es satt, kriminalisiert zu werden. Nur weil sie irgendetwas anderes genießt, als das, was ihnen von dem vorgeschrieben wird. In diesem Sinne, Cannabis legal für Hanf als Rohstoff, als Medizin und als Genussmittel. Dankeschön. Vielen Dank, Euro.